Highlights meiner Spiele zeigen. Das hat ja nicht so geklappt, muss ich jetzt sagen. Also zeige ich euch einfach mal schnell durch, wie ich gespielt habe. Und zwar mein letztes Pflichtspiel, was ich gespielt habe, war gegen Elstra. Das habe ich 2:0 gewonnen. So muss das sein, richtig gut. 2:0, Bewelker, 2 Tore. Ist doch klasse. Ja, und dann habe ich noch ein Spiel gemacht, das leider nicht so gut ausging. Das war kein Ligaspiel, das war ein One vs One. Kann ich euch noch mal schnell zeigen, Live-Ticker. Ja, wie man schon sehen kann, ist das Ergebnis nicht so gut ausgefallen. Ich muss jetzt aber auch sagen, der Gegner hatte Stärke 40. Also, das war schon schwer. Ja, hier könnt ihr es dann nochmal sehen. Richtig gut, ja, sogar. Oh, der hat eine Karte eingesetzt, die hat geklappt. Aber trotzdem nicht so gut. Egal, jetzt habe ich die Karte gesetzt und habe 2 Aufgaben gemacht. Ja, was auch noch wichtig ist hier in dem Blog, da sind jetzt halt die neuen Designs dabei. Hier könnt ihr euch nochmal anschauen. So wird es halt nächstes Jahr aussehen, glaube ich. Das war auch schon alles. Na gut, wie gesagt, dann bekommen wir dieses neue Design. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Das hier oben. Also, es wird schon toll. Schon geil. Ja, das will ich auch noch schnell zeigen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich kann nochmal hier schnell. Das habe ich auch nicht. Das habe ich auch ums Geld gemacht. Weil das hat mich Geld gekostet. Und da habe ich mir gedacht, da gebe ich das Geld hier. Ich habe ja so viel, gebe ich ein bisschen was davon ab. Hier diesen neuen besseren Sponsor zu bekommen. Sieht auch geil aus, muss ich sagen. Schon geil. Hier oben in dieser Leiste erscheinen meist solche Challenges oder bestimmte Kartenpacks, die so wichtig sind. Das wird meistens dann, glaube ich, aber Geld, also beziehungsweise Boosters hier zu erreichen. Also die wollen da ein bisschen mit locken. Und ja, den Rest kennt ihr ja schon. Das war's. Beim nächsten Mal denke ich, werde ich die Highlights zusammenschneiden, wenn ich es hinkriege. Das wird schon klappen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das Let's Play. Das nächste Let's Play wird dann wieder von Bringforce sein. Bis dann. Ciao.